Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 19. August 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt noch eine Tagesbotschaft. Erste Frage war, was denkt er? Er möchte etwas schreiben, etwas mitteilen. Diese Nachricht ist zum Erwarten. Kann auch bedeuten, er überprüft etwas, die Dokumente oder hat Kontakte. All das bringt er in Ordnung. Aber eine Nachricht ist auf jeden Fall zum Erwarten. Kann natürlich auch bedeuten, dass er Erwartungen hat und wartet von euch eine Nachricht. Und das ist im Einklang mit seinen Gefühlen, weil er ist momentan im Rückzug und sucht auch die Einsamkeit, damit er nachdenklich sein kann oder meditieren oder sucht eine neue Richtung. Das kann auch die Spiritualität sein. Wenn hier der Kontakt kommt, wie verhält er sich? Er wird offen sein und wird ganz offen über seine Gefühle sprechen. Ein kurzer Rückzug ist vielleicht hilfreich, damit er mit seinen eigenen Gefühlen im Klaren ist. Dieses Bild kann auch eine Einladung sein, aber schön und angenehm. Die Tagesbotschaft heißt Neues Leben und das symbolisiert einen Neuanfang. Neuanfang in die Liebepartnerschaft oder ein Umzug oder Neuanfang beruflich. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.